Achtung, die in diesem Video gezeigten Inhalte sind unter keinen Umständen nachzumachen. Ich übernehme keinerlei Haftung. Heute bin ich gemeinsam mit Harald und Heiko unterwegs zu einer riesigen verlassenen Porzellanfabrik irgendwo in Deutschland. Gelegen an einem schönen alten Wald, in dem wir die Nacht verbrachten, erforschen wir nun die riesigen Räume und verwinkelten Gänge der alten Fabrik, in der sich nicht selten noch einige Details aus alten Zeiten befinden und vor allem ganz viel Porzellan. So, dann wollen wir mal reingehen in die gute Stube. Alte Bücher aus dem Jahre 88. Guckt mal, verschiedenste Formen. So, hoffen wir mal, die Treppe hält hier das Ganze noch aus. Da oben liegen auch noch so alte Pakete. 1210 Grad. Und hier ist so ein Lager sogar komplett umgefallen. Fässer mit Chemiezeichen, die einem signalisieren, fass das bitte lieber nicht an. Lumos. Ich weiß nicht, ob die hier die Polizei rufen, die Anwohner. Ist mir auf jeden Fall lieber, wenn die mich nicht sofort sieht. Ich geh mal runter. Mein Name ist Paul Schridde. Ich bin Abenteurer und das ist mein Kanal. Moin Leute, mein Name ist PJ Adventure und das ist mein Kanal und heute befinde ich mich noch nicht an einem Lost Place, sondern noch am Zelt. Der Heiko und der Ben, die sind auch am Start und stehen hier bereit, mehr oder weniger. Und wir haben uns heute Nacht hingestellt, irgendwo in so einem kleinen Wäldchen. Ist ganz schön hier, muss man sagen, die Vögel zwitschern. Ja, ich werde das Zelt jetzt abbauen und dann sehen wir uns gleich im Auto auf dem Weg zur Location wieder. Bis gleich. So, eingequetscht im Polo sitze ich jetzt hinten im Auto. Harald hat extrem schlechte Laune, weil er sehr schlecht gepennt hat hier drin zu zweit mit Heiko. Ja, wir fahren jetzt zur Location. Ziemlich merkwürdigen Weg herunter, der aber richtig schön ist. Auch eine fantastische Landschaft hier. Dann sind wir gleich schon da, denn wir haben sehr in der Nähe geschlafen, der Location. So Leute, inzwischen haben wir uns beim Gebäude eingefunden. Als allererstes ist es irgendwie ein ziemlich großes, graues Gebäude. Aber wenn man dann hier ein Stück weiter geht, ist da noch mehr graues Gebäude? Nee, ich glaube hier um die Ecke. Da sind auch schon ganz viele Eingänge offen. Da hinten kommt man rein, hier vorne kommt man rein. Hier geht's eigentlich überall rein. So, dann wollen wir mal reingehen in die gute Stube. Willkommen im großen Fabrikgelände. Hier vorne dürfte Heiko sein. Da hinten hört man auf jeden Fall schon jemanden. Aber wir gehen erstmal hier rein, denn das, was man hier sieht, lohnt sich, glaube ich, auch schon ganz schön, oder? Klar, es ist alles extrem zerwühlt und durcheinander geruppt, aber doch ziemlich interessant. Das Ganze hier war nämlich mal eine alte Porzellanfabrik und das Ganze kann man auch ganz klar erkennen an einigen Proben, die hier noch liegen. Solche Vorlagen für kleine Untertassen zum Beispiel, irgendwelche komischen Granulate, die hier auf dem Teller liegen, die man eigentlich besser nicht anfassen sollte, denn hier stehen noch überall so ein paar Chemikalien bzw. Fässer mit Chemiezeichen, die einem signalisieren, fass das bitte lieber nicht an. Jetzt sitze ich hier quasi in einem der beiden Labore für diese Fabrik, in denen sozusagen wahrscheinlich entweder neue Sachen entworfen worden sind, also auch designtechnisch und vor allem aber auch die Zusammensetzung für Porzellan und vielleicht eine Verbesserung, dass das weniger schnell kaputt geht oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas hier auch versucht wurde herauszufinden und ja, natürlich auch dokumentiert wurde. Hier sind ganz viele Unterlagen auch am Start. Hier hat es nämlich zum Beispiel Probenzeichnungen, Sandi, Kommentar, Durchgang in Prozent 2,4 oder hier oben sind nochmal alte Bücher aus dem Jahre 88. 76, 74 verschiedenste Eintragungen weiter für Figurenmasse. Und hier hat es daneben zum Beispiel Universalöl. Wir haben alte Bilder an den Wänden. Und dieser Schrank, den man so in der Art auf jeden Fall auch aus dem Chemieunterricht kennen sollte, denn sowas stand ja eigentlich immer auch in der Schule. Und Unterlagen über Unterlagen, die sicherlich auch schon wieder teils einen historischen Wert haben könnten. Technische Keramik. Das ist schon sehr, sehr schön und beeindruckend irgendwie hier, weil hier auch so eine ruhige Atmosphäre drüber liegt. Ja, ich würde trotzdem sagen, gehen wir einfach mal weiter. Lumos, wir brauchen mal kurz ein bisschen Licht. Hier ist auch nur so... Boah, wer macht denn da so einen Krach? Hier ist auch nur so ein Vorraum. Ja, und dann kann man hier weitergehen.
Hier ist der Heiko am Start, der hat, glaube ich, gerade den Lärm veranstaltet. Ist schwer, keinen Lärm dort zu veranstalten. Oh, und ein Lagerraum, wo ganz viel Porzellan auf dem Boden liegt. Porzellan über Porzellan über Porzellan. Ja, das dürften alles Untertassen sein. Ja, das sind Deckel. Nee, das sind Deckel für kleine Suppenkännchen und sowas. Aber das sind ganz viele verschiedene Sachen. Die standen hier unter Umständen alle mal in diesen Regalen, die teils auseinandergefallen sind und teils wirklich einfach zerruppt wurden. Das sind alles diese Deckel für Suppengefäße, würde ich jetzt sagen. Und das steht alles voll damit. Warum man das rausruppt, keine Ahnung. Guckt mal, verschiedenste Formen. Hier zum Beispiel so ein Oktopus obendrauf, dahinter irgendwie Zwerge oder so. Da oben liegen auch noch so alte Pakete. Leute, das ist schon richtig beeindruckend hier. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Hier unter durch. Ja, es ist wirklich nicht leicht, hier keinen Lärm zu machen. Denn ist hier vorne eine kleine Tür. Ah, oder eher so ein Durchgang. Schaut mal. Hier ist ein Innenhof. Da kann man dann nochmal einen großen Teil, hier ist auch so ein Turm drüber, erkennen. Interessant. Die Frage ist nur, wo geht es hier hin? Ich glaube tatsächlich nur zu einem Fahrstuhlschacht, der vollgelaufen ist mit Wasser. Dann sind wir hier auf jeden Fall im falschen Gang gelandet. Hier kommen wir wahrscheinlich eher lang, denn hier ist ein Treppenhaus. Oh, es ist ganz schön verwirrend hier. Ich habe mich gerade kurz verlaufen. Es dürfte hier auf jeden Fall weitergehen. So, und wenn man jetzt hier durchs Dunkle die Treppe nochmal ein höher geht, dann ist hier nochmal ein Gang. Schaut mal, Leute. Da geht's ziemlich weit. Und hier stehen tatsächlich Tische. Natürlich aber nicht nur irgendwelche Tische, sondern wahrscheinlich der Pausenraum, würde ich jetzt zumindest sagen. Sieht sehr danach aus, als hätte man hier mal großartig Pause gemacht, schöne Stunden verbracht, einfach mal kurz innegehalten von der Arbeit. Da versteht man auch nochmal mehr, wie die Menschen hier gearbeitet und letztendlich auch gelebt haben. Denn auf der Arbeit verbringt man ja oftmals mehr Zeit als zu Hause. Auf so einer Etage befindet sich doch meistens auch die Verwaltung. Aber hier hat es jetzt erstmal ganz viele Regale und Waschbecken. Ja, und dann konnte man hier vielleicht seine Sachen irgendwie hinlegen. Keine Ahnung, wozu das ist. So, und dann brauchen wir hier nochmal Licht. Lumos. Und gehen den Gang weiter entlang. Ziemlich trister, langer Gang. Und hier riecht es tatsächlich auch schon nach Büro. Es regnet leicht. Ja, Leute, aber das ist auf jeden Fall der Verwaltungsteil. Hier ist ein Büro mit einem Kalender dort hinten von 2010. Ein 2010er Kalender, der sicherlich aktuell ist. Manchmal lassen die ja auch alte Kalender länger hängen. Ja, und hier dann nochmal ein größeres Büro mit letztendlich auch nochmal ganz vielen Unterlagen. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich cooler Teil hier, der natürlich auch nochmal Aufschluss darauf geben kann, warum das Ganze verlassen wurde. Jetzt gerade finde ich hier aber wirklich nur einfach ganz viele verschiedene Porzellanideen. Bilder, Fotos. Hier zum Beispiel ist so ein Mann, der hier gerade etwas zeichnet. Das ist natürlich auch alles Archiv irgendwo hier gewesen. So, und wenn man den Gang jetzt weitergeht, diesen düsteren, dunklen Gang, der leider auch schon leicht verschimmelt ist. Licht aus. Und dann haben wir hier einige Räume, die wir erkunden können. Boah, alles klar, Leute. Da hinten ist alles nur weiß gerade auf der Kamera, weil der Raum so gewaltig ist. Und hier hat es letztendlich überall solche Formvorlagen, also letztendlich Schablonen bzw. Rohlinge zum Verarbeiten. Das hier sind letztendlich alles Vorlagen, die ja schon letztendlich mit einem Deckel versehen sind. Also das waren unter Umständen später mal oder sollten mal werden Vasen. Die sind auch alle beschriftet. MB steht in der Zeit drauf, 15 LY und dann noch irgendwelche Zahlen. Habe ich natürlich keine Ahnung, was das heißen sollte, dass die hier alle noch so stehen. Natürlich nicht mehr ganz unberührt, weil viele Leute schon hier waren. Ist schon ziemlich interessant. Ja, und dann kommt man auch schon hier hin. Wahnsinn. In eine riesen Halle. Alles voller Porzellan und Schienen, die auf dem Boden entlang laufen. Das Glasdach dort oben ist eigentlich auch noch komplett heile. Weswegen der Zustand dieser Halle auch ein extrem sauberer bzw. zumindest trockener Zustand ist. Ja, und der Zustand dieser Fabrik war natürlich trotzdem mal besser. Viele Leute waren hier, viele Leute haben vieles kaputt gemacht, haben natürlich auch Fotos gemacht, aber auch viel kaputt gemacht. Einige von euch kennen diese Firma vielleicht auch noch aus Zeiten, wo sie besser in Schuss war. Wir waren auch schon mal vor einem Dreivierteljahr hier im Winter oder vor einem halben Jahr und haben da allerdings gemerkt, dass es einfach zu dunkel ist.
um hier noch filmen zu können. Da lag noch Schnee hier. Hier liegen Steine, die noch fast unverarbeitet scheinen. Und hier ist so ein riesiges Ding, welches man hin und her fahren konnte, aber eher elektronisch, denke ich. Und da hat es den riesigen Brennofen, der letztendlich das ganze Porzellan hier gebrannt hat, damit es letztendlich, ja, die fast fertige Form hat. Danach wird es noch glasiert und so weiter und so fort. Ich kenne mich da nicht genau aus, aber ich würde mir vorstellen, dass es ein bisschen ähnlich ist wie beim Ton. Aber ziemlich cool, so ein großer Brennofen. Die Tür kann man bestimmt kaum bewegen. Man kann sie bewegen, aber sie ist ziemlich schwer. Ui, ui. Lassen wir das mal lieber nicht, dass sie gleich noch aus der Angel fällt. Ja, und jetzt gehen hier noch ganz viele Türen ab und vor allem aber erstmal die Treppe, um hier rüber zu gelangen. Da möchte ich jetzt mal als erstes hochgehen. So, hoffen wir mal, die Treppe hält hier das Ganze noch aus. Und gehen einfach mal nach oben ins... Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Das war hier auch mal ein Büro. Auch hier überall Unterlagen auf dem Fußboden. Hier ist so ein Geländer, da konnte man dann rüberschauen und vor allem den Ofen überblicken. Da hinten steht jetzt Harald zum Beispiel. Ja, dann kann man hier noch aus dem Fenster sehen. Dann können wir noch mal da vorne schauen, ob wir irgendwelche Unterlagen finden vielleicht. Letztendlich ist da hier natürlich alles mit voll, aber es gibt hier zum Beispiel solche Zeichnungen, wahrscheinlich für den Brennofen, würde ich jetzt meinen. Dann gibt es hier ganz viele Karteikärtchen von verschiedensten Firmen, die man sich mal so zusammengesammelt hat. 1953 bis 83. Bis dahin geht auf jeden Fall das Ganze hier. Und ich denke mal, das ganze Büro hier oben hat sich wirklich nur um den Brenner und das alles, was dazugehört, gedreht. Schon ziemlich interessant, was da alles so zugehört. Ich kann mir ehrlich gesagt auch richtig gut vorstellen, wie der Chef oder zumindest der Brandmeister hier für den Brennofen den Überblick hier hatte und dann hier oben rausgerufen hat. Hallo, nehmen Sie mal bitte da unten die 10 Rohlinge nochmal in den Ofen. Mag ich ja sehr gerne, solche Räume, wo dann oben nochmal was drüber ist. Naja, gehen wir mal wieder runter und schauen uns da dann letztendlich nochmal weiter um. Ein Raum weiter neben dieser großen Halle kommen wir dann nochmal durch diese dicken Eisentüren weiter zu kleineren Brennöfen, würde ich mal sagen. 790 Grad, 835, 1210 Grad. So heiß wurde das Ganze hier gemacht. Und hier neben befindet sich auch nochmal eine Kleinigkeit. Und zwar ein Raum, den man mit so einer schönen Schiebetür auf und zu machen konnte. Und dann haben wir hier einen riesenlangen Tisch, der vermutlich für die Entwicklung dieser ganzen Dinge da war. Ich könnte mir vorstellen, dass doch hier Formen hergestellt wurden, beziehungsweise sich überlegt wurde, wie man das Ganze machen kann. Denn für mich sieht das mit diesem Licht hier sehr danach aus, als wäre das hier so eine kreative Ecke. Es kann natürlich auch, Theorie Nummer 2 könnte sein, dass hier viele Rohlinge vielleicht vorbereitet wurden für die Öfen quasi und hier nochmal untersucht wurden oder so. Da befindet sich ja dann auch noch so eine große Halle dazugehörig. Also diese Halle hier als Wohnung, ich glaube, das hätte was auf jeden Fall. Oh, ich sehe da unten gerade eine ältere Frau laufen. Ich weiß nicht, ob die mich sehen sollte. Ich gehe mal näher hier zur Straße und stelle mich einfach mal kurz hier hin. Ich weiß nicht, ob die hier die Polizei rufen, die Anwohner. Ist mir auf jeden Fall lieber, wenn die mich nicht sofort sieht. Ich gehe mal runter. Hier ist auch ein Fenster kaputt. Das war eigentlich mal da drin. Hier kommt man nämlich nochmal in einen großen Innenhof. Hier kann man eigentlich einen großen Teil dieser Fabrikanlage nochmal von außen sehen, beziehungsweise von innen, je nachdem. Und man sieht da auch, wie unterschiedlich alt die ganzen Gebäudestrukturen sind. Also das hier mit dem Schiefer zum Beispiel sieht wesentlich neuer aus als dieser Teil hier, der sehr, sehr alt wirkt. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt mal in die oberen Etagen, denn da gibt es bestimmt auch noch spannende Sachen zu entdecken. Jups, 1, 2, 3 und oben sind wir. In einem Teil, wo ich nicht mehr weiß, ob der eine Anbindung hat. Ah, aber das ist auf jeden Fall interessant und nochmal ein komplett anderer Teil als den wir bisher gesehen haben, denn überall in den Räumen befinden sich solche Schablonen. Weihnachten 2002. Das sind alles zum Ausschneiden bzw. sogar Aufkleben. Schablonen für Teller, für Tassen, verschiedenste Muster für irgendetwas. Das hier zum Beispiel sieht eher aus wie ein Segelboot oder ein
einen Zug oder sowas. Davon gibt es dann auch nochmal in einer anderen Farbe etwas Ähnliches. Ja, und hier sind auch schon ganz viele Verschnitte auf dem Boden, die letztendlich eigentlich den kompletten Boden tapezieren. Ich zeige euch nochmal eins. Das hier zum Beispiel ist eins von Weihnachten 1992. Und hier ist so ein Lager sogar komplett umgefallen. All die Aufkleber liegen jetzt auf dem Boden. Das muss man ganz schön gescheppert haben. Man geht dann letztendlich von hier aus nochmal genau die gleiche Runde. Und ja, das sieht gut aus, Leute. Nur hier ist der Raum eben ganz anders gestaltet. Hier sind überall so kleine Räumchen. Wieder verdammt viele Unterlagen und Schränke in dem Falle. Ah, das sind alles Spinde auch der Leute, die hier gearbeitet haben. Was wir hier auf jeden Fall haben, hier ist fertiges Porzellan. Das sind halt alles eher so weniger moderne, sondern eher so Sachen, die jetzt vielleicht die ein oder andere Oma zu Hause hätte. Echt cool, dass das hier alles noch so rumsteht. Ja, und dann kann man hier eigentlich nur noch wieder diesen großen Raum entlang gehen. Und ich mag mal schauen, weil das haben wir vorhin nicht gemacht, eine Etage tiefer. Wo geht's hin, wenn man hier nochmal weitergeht? Und Tatsache, wir haben auf der anderen Seite ein Treppenhaus entdeckt. Leider ohne Geländer, weswegen etwas gefährlich. Aber ich meine, dieses Treppenhaus damals schon mal gegangen zu sein. Damals war alles glatt. Hier gibt es übrigens Toiletten, die irgendwie in der Farbe ganz cool aussehen. Und einen langen Gang in diese Richtung. Holzfußboden. Boah, hier will ich aber auch nicht durchbrechen. Eieieiei. Hier sind wieder eine ganze Menge von diesen Rohlingen, zu denen ich euch aber einfach nichts erzählen kann, denn ich weiß dazu zu wenig. Mir ist das ehrlich gesagt auch nicht mehr so ganz geheuer hier. Und wird schon halten. Zumindest uns noch heute. Wow. Guckt euch das an, Leute. Hier ist eine richtige Fertigungsstrecke mit Fließbändern. Letztendlich fuhren hier auf zwei Ebenen sämtliche Rohlinge hin und her. Beziehungsweise alle in eine Richtung. Und dann hat man die wahrscheinlich hier in die Regale eingeräumt, um sie dann mit Fahrstühlen, das sind hier so laufende Dinger, die zeige ich euch hier gleich auch nochmal, ja, nach unten oder nach oben zu befördern, um sie dann eben weiter zu verarbeiten. Im Einzelschritt sah das dann wahrscheinlich so aus, dass hier diese Rohlinge lagen. Und dann nahm man die immer und hat sie hier hineingelegt. Oder quasi so weggenommen und reingeschoben. Und dann gibt es hier diese Anlage, da geht es ganz bis unten runter. Da hat man die dann alle reingestellt und die sind dann immer im Kreis hoch und runter gefahren und wurden dann eben eine Etage tiefer ausgelagert oder eingelagert, je nachdem, wie man es nennen möchte. Das habe ich so tatsächlich auch noch nicht gesehen. Es ist schon irgendwie ein trauriges Bild, welches man hier hat. Die ganzen Rohlinge liegen hier schon bereit, wurden letztendlich hergestellt, damit man sie weiterverarbeiten kann. Es geht bis da hinten weiter. Und nichts von alledem wurde dann aber im Endeffekt noch benutzt. Ich finde gerade das Bild hier so unglaublich krass und erschreckend, irgendwie mal wieder zu sehen, wie schnell letztendlich doch etwas Vergangenheit sein kann. Den einen Tag schuftet man noch an den Rohlingen, schleift die alle zurecht, macht letztendlich Formen daraus, so wie man an diesem hier ganz gut erkennen kann, dass das hier wirklich ja richtig viel Arbeit ist, die wahrscheinlich auch teils mit der Hand passiert ist. Und zwei Wochen später kommt auf einmal die Nachricht, wir müssen den Laden leider zumachen. Es rentiert sich einfach nicht. Und dann verlieren vielleicht 100 Mitarbeiter ihren Job und all diese handgefertigten Dinge in den Regalen verfallen. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich traurig, Leute. Und schreibt eure Meinung hierzu auch gerne mal in die Kommentare. Leute, wir kamen ja von diesem langen Gang hier. Aber, und das ist krass, es gibt tatsächlich noch ein Treppenhaus. Und zwar dieses hier. Da geht es auch ziemlich tief runter. Und hier theoretisch sogar aufs Dach. Schaut mal, da hinten ist der Wald. Da haben wir übrigens in der Nähe geschlafen. Guck mal, wie episch gerade der Himmel aussieht, der sich gerade so ein bisschen zuzieht. Aber gehen wir trotzdem nochmal weiter runter und ganz nach unten, beziehungsweise noch einen Stock tiefer. In dieser Halle waren wir tatsächlich noch nicht. Die ist auch ein bisschen dunkler. Hier sind aber auch nochmal auf jeden Fall Arbeitsplätze. Und gerade der hier hinten ist nochmal ziemlich interessant. Was hier nämlich ziemlich interessant ist und gleichzeitig aber auch traurig, sind natürlich diese ganzen Poster und Plakate an den Wänden aus irgendwelchen anderen Ländern, fern wie der Leute, die hier vielleicht gearbeitet haben, und gleichzeitig diese wunderbaren, ein bisschen an alte Schultische erinnernde Werkbänke, die leicht angeschrägt sozusagen dazu dienten, wie ich schon unten meinte, wirklich mit Handarbeit hier diese Formen, ja, formen konnte und schöne Musterungen reinschnitzen konnte. Und hier ist so ein Gitter drin und da lief dann sozusagen unten die ganze
ja, ausgeformte Masse hin. Den Rest konnte man dann hier in die Regale stellen, die man dann schieben konnte, um sie dann mit diesen Apparaten, die sich gedreht haben, in die nötigen Lagerräume und später zu den Brennöfen bringen zu können. Jetzt muss ich mal überlegen, was wir überhaupt noch vergessen haben könnten hier. Oder ob wir schon alles gesehen haben. Harry hat sich hier, glaube ich, auch weitestgehend umgeschaut. Und wir gehen jetzt einfach nochmal diese dunkle Halle entlang. Ich bin mir nicht sicher, was es vielleicht hier in diesem Raum noch zu sehen gibt. Oh, Leute, guckt mal. Hier ist eine große Halle zum Lagern von ganz vielen Rohlingen. Letztendlich zwar die gleichen, die wir schon gesehen haben, aber in der Masse halt wieder interessant. Alter Schwede, das ist eine Menge. Hier hat es irgendwie nochmal solche komischen runden Gefäße, als ob da, ich weiß nicht, seht ihr da irgendwas drin? Sieht aus wie so ein riesiges, überdimensionales Chemielabor, beziehungsweise zum Lagern von irgendwelchen Flüssigkeiten. Und vor allem ganz merkwürdig, was das hier überhaupt ist, das ist ja, als ob darin nochmal etwas anderes eingeschlossen wäre. Ich meine, hier steht ja Schale dran, aber das ist auf jeden Fall in einem ganz, ganz unfertigen Zustand hier. Ah, Leute, ich glaube, so langsam dämmert's, was das hier gewesen sein könnte. Hier letztendlich denkt man erstmal, hä, warum ist das denn nach außen hin gewölbt? Aber hier ist ein schönes Muster und da ja da gerade schon Schale drauf stand, kann man hier auf jeden Fall vermuten, dass das hier eine Gussform ist, wo die Schale dann außen rum liegt. Da draußen zieht sich gerade auch so richtig das Wetter zu. Ich könnte mir vorstellen, dass es gleich noch richtig schön anfängt zu regnen. Und ich glaube, wir verschwinden jetzt mal wieder nach draußen. Vielleicht nochmal in den schönen Innenhof. Und ich würde sagen, hier im Innenhof ist auch ein schöner Bereich, um das Video mal zu beenden, um Ruhe einkehren zu lassen wieder in diesem Gebäude. Ich würde sagen, besonders interessant waren die Bereiche, du hast mich sehr erschreckt gerade, ich dachte nicht, dass du so schnell hinterher kommst, wo zum Beispiel noch Plakate an den Wänden hingen, wo man wirklich sehen konnte, was für Interessen vielleicht die Mitarbeiter hier auch hatten. Jetzt diese leichte graue Stimmung, als möchte sie uns signalisieren, dieser Ort hier, der ist schon seit vielen Jahren nicht mehr benutzt. Ziemlich verwinkelt, eine große, große Anlage. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe euch aus. Ich hoffe euch auch. Schreibt gern mal eure Meinung zu dieser ganzen Fabrik in die Kommentare. Und ich würde sagen, in dem Sinne, bleibt frei und gesund. Lebt euer Abenteuer. Achso, und schreibt auch mal in die Kommentare, was euch hier am besten gefallen hat. Euer PJ Adventure. Ciao. Kennst du deine erste Erinnerung? So um den Dreh laufen lernen. Du hast die Beine in der Hand, obwohl du kaum laufen kannst. Du bist raus in die Welt, du bist drauf und dran. Tausch das Kinderbuch gegen Winterschuhe.